spielt den brutalsten Shooter des Jahres. Warhammer 40k Dark Tide ist der mit Spannung erwartete Koop-Action-Shooter von einem preisgekrönten Entwicklerteam. Jetzt vorbestellen und spielen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der besten Koop-Spiele. In dieser Liste sehen wir uns die besten Spiele an, in denen das Zusammenspiel mit Freunden oder zufälligen Leuten, die Lust auf Spaß haben, im Vordergrund steht. Welches ist dein Lieblings-Koop-Spiel? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Snipperclips Plus. Während einige nur Breath of the Wild im Launch-Lineup der Switch im Auge hatten, fanden diejenigen, die ein Spiel zum Spielen mit anderen suchten, das unbestreitbar charmante Snipperclips. Die Spieler steuern die passend benannten Snip und Clip, drehen und schneiden sie in verschiedene Formen, um Rätsel zu lösen. Das Spiel ist voller schöner Aha-Momente für dich und einen Freund und die niedliche Handwerksästhetik wird nie überstrapaziert. Das Spiel war so erfolgreich, dass weniger als ein Jahr später eine verbesserte Version veröffentlicht wurde. Mit 30 zusätzlichen Levels und neuen Modi gibt es hier eine Menge, das für jede Art von Spieler geeignet ist. Platz 9. Castle Crashers. Das Beat'em-up-Genre ist eine bewährte Methode des Koop-Vergnügens und Castle Crashers ist einer der besten Titel der modernen Ära. Das Spiel handelt von vier Rittern, die einen bösen Zauberer besiegen sollen, der natürlich haufenweise Schergen hat, die er auf dich und deine Freunde wirft. Mit einem cartoonhaften Kunststil, Charakterdesign und Humor sorgt Castle Crashers für ein albernes und unterhaltsames Durchspielen. Aber da das Gameplay so einfach ist, dass es jeder verstehen kann, macht es auch Spaß, sich durch die Feinde zu schlagen und zu vernichten. Fans von Castle Crashers sollten sich auch die anderen großartigen Koop-Spiele des Entwicklers ansehen, wie zum Beispiel den zunehmend abgedrehten Plattformer Battle Block Theater. Platz 8. Marvel Ultimate Alliance 2. Bevor das MCU die Civil War Comic Story adaptierte, hatten die Fans die Möglichkeit, sie nachzuspielen. In diesem Action-RPG schlüpfen die Spieler entweder in die Rolle von Team Cap oder Team Iron Man. Es war schön, beide Seiten der Geschichte zu erleben, die an bestimmten Stellen miteinander verbunden waren. Aber die größte Attraktion war natürlich der riesige und abwechslungsreiche Kader, zu dem Wolverine, Human Torch, Green Goblin, Storm und eine ganze Reihe anderer gehören. But I don't need to. I've got people for that. Speaking of which. Obwohl es nicht sehr tiefgründig ist, ist es eine tolle Mischung aus Beat'em Up und Dungeon Crawler. Die verschiedenen Heldengruppen bieten verschiedene Stat Boosts und spezielle Fusionsangriffe machen die Team-Ups umso beeindruckender. Damn it. I knew I should supervise this up personally. Platz 7. Unravel 2. Die Spieler können beide Janis in diesem Puzzle-Plattformer selbst steuern, aber mit einem Kumpel macht es viel mehr Spaß. Nach einem verheerenden Sturm wird eine Garnpuppe an die Küste gespült und verbindet sich buchstäblich mit einer anderen. Von da an ist die Kommunikation die Grundlage dafür, dass du es schaffst. Da die Puppen miteinander verbunden sind, muss man Lösungen für die einzelnen Hindernisse und Rätsel finden. Ähnlich wie im ersten Teil besteht das Leveldesign in Unravel 2 aus liebevoll gestalteten, hochskalierten Versionen der realen Welt. Im Hintergrund spielt auch eine rührende Geschichte, die du und dein Freund gerne aus einer einzigartigen Perspektive erkunden werden. Platz 6. Overcooked – All You Can Eat. Die Overcooked-Reihe ist eine der fröhlichsten Koop-Erfahrungen, die man derzeit für Geld kaufen kann. All You Can Eat bündelt beide Spiele und alle DLCs für ein komplettes Abenteuer voller Essen. Die Spieler steuern ein paar Köche, die verschiedene Gerichte für hungrige Kunden zubereiten. Allerdings werden die Gerichte im Laufe des Spiels immer komplexer und man muss sich auch mit schmutzigem Geschirr, Bränden und einer Vielzahl von Hindernissen auseinandersetzen.
thematischen Levels, in denen man auf einem Piratenschiff oder über Lava kochen kann, werden dich sicherlich auf Trab halten. Man wird sich in kürzester Zeit gegenseitig Befehle zuschreien, während Hindernisse das Vorankommen behindern und das Zeitlimit immer kürzer wird. Für ein ähnlich hektisches Gameplay können Spieler auch Moving Out ausprobieren. Platz 5. Cuphead. Das Studio MDHR sah den Schwierigkeitsgrad des Klassikers Run and Gunners und sagte sich, das können wir toppen. Cuphead folgt dem Titelhelden und seinem Bruder Mugman, die Seelen sammeln, die sie dem Teufel schulden, um ihre eigenen zu retten. Obwohl die Animationen und die Musik wunderschön sind, werden die Bosse dich immer wieder verprügeln. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen zweiten Spieler hinzuzufügen, auch wenn dadurch die Gegner noch stärker werden. Die Möglichkeit, sich gegenseitig wiederzubeleben, anstatt einen langwierigen Kampf nach dem Ableben neu zu beginnen, ist buchstäblich ein Lebensretter. Außerdem gibt es nichts Besseres, als das gemeinsame Gefühl, einen lästigen Boss gemeinsam zu besiegen. Cuphead ist wie geschaffen für diese glorreichen Momente. Platz 4. Rayman Legends. Rayman Legends ist ein verrückter, actiongeladener Plattformer, der auch alleine viel Spaß macht, aber mit einem oder zwei weiteren Spielern kann man sich die verrückten Spielereien teilen. Das Spiel folgt Rayman und seinen Freunden bei der Rettung der Prinzessinnen und Bürger der jeweiligen Welt, die Teensies genannt werden. Das Gameplay ist einfach, macht aber unglaublich viel Spaß. Du musst dich durch Hindernisse schlagen, hüpfen, springen und schweben. Das Sounddesign ist ebenfalls hervorragend, von den albernen Feinsoundeffekten bis hin zum hervorragenden Soundtrack. Das wäre schon genug, aber es gibt auch mehr als 40 neu gemasterte Level aus Rayman Origins, eine willkommene Ergänzung. Platz 3. It Takes Two. He looks like a baking doll! That wants to crush us! Run! Es hat nicht umsonst den Preis für das beste Multiplayer-Spiel bei den Game Awards 2021 gewonnen. It Takes Two handelt von einem bald geschiedenen Paar, das in die Körper der selbstgebastelten Puppen ihrer Tochter schlüpft. Wie bei Unravel gelingt es auch hier, gewöhnliche Umgebungen wie eine Garage und ein Schlafzimmer in weitläufige Level zu verwandeln. Das Gameplay ist wirklich großartig, da jedes Gebiet andere Mechanismen mit sich bringt und beide Charaktere erhalten unterschiedliche Fähigkeiten oder Gegenstände, wodurch der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit liegt. In einem Level, in dem es um Uhren geht, kann Cody die Zeit zurückdrehen und May Kopien von sich selbst erstellen, um Rätsel zu lösen. Unabhängig vom Level ist It Takes Two ein kooperatives Spiel, das man zu schätzen weiß. Das und das 2018 erschienene A Way Out haben Hazelight Studios zu einem Hort großartiger kooperativer Erfahrungen gemacht. Platz 2. Super Mario 3D World. Mario hat in mehreren Koop-Spielen die Hauptrolle gespielt, aber Super Mario 3D World ist der Höhepunkt. Es vereint den einzigartigen Charakterstil von Super Mario Bros. 2, das Chaos von New Super Mario Bros. Wii und die Freiheit von 3D Mario in einem makellosen Paket. Mario, Luigi, Peach und Toad reisen in das Sprixie-Königreich, um Bowsers Tyrannei ein Ende zu setzen. Es kann eine Menge Spaß machen, gemeinsam durch die Levels zu rennen, oder eine Menge Stress bedeuten, je nachdem mit wem man spielt. Es gibt lustige neue Power-Ups wie die Glücksglocke, die die Spieler in Katzen verwandelt. Es gibt sogar einen lustigen Wettbewerb darum, wer die meisten Punkte sammelt und somit die Krone trägt. Das ist Mario im Mehrspielermodus in seiner originellsten Form. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Splosion Man und Miss Splosion Man. Seine Figur in die Luft zu jagen hat noch nie so viel Spaß gemacht. Lovers in a Dangerous Space Time. Gemeinsam ein Raumschiff steuern und Aliens besiegen.
Lego-Spiele. Egal welche Franchise, die Lego-Spiele machen immer Spaß. Secret of Mana, ein bahnbrechendes RPG, das man mit Freunden spielen kann. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1, Portal 2. You don't know fear. You don't know anything. You'll be perfect. Sicher, die Einzelspielerkampagne ist mehr als unterhaltsam, aber die Koop-Kampagne macht Portal 2 zu einer der kreativsten und genialsten Fortsetzungen, die wir je spielen durften. Es wird dasselbe Gameplay verwendet, der den ersten Teil so unterhaltsam gemacht hat. Die Portalkanone verwenden, um sich selbst und Objekte durch jeden Raum zu bewegen und Rätsel zu lösen. Aber die Hinzufügung eines weiteren Spielers bringt eine ganz neue Ebene in die Kreativität. Die Rätsel sind so konzipiert, dass zwei Spieler und damit vier Portale zur Verfügung stehen. Sie sind alle so gut, dass du und dein Freund sich wie echte Genies fühlen werden, wenn man sie gelöst hat. Das Spiel ist hervorragend ausbalanciert und schafft Erlebnisse, wie es nur die besten Koop-Spiele können. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Spielt den brutalsten Shooter des Jahres. Warhammer 40k Dark Tide ist der mit Spannung erwartete Koop-Action-Shooter von einem preisgekrönten Entwicklerteam. Jetzt vorbestellen und spielen.